Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, der Manuel schaut leider nur mehr zu, so ungefähr jetzt gerade, soweit ich mitbekommen habe. Macht ja nichts. Es fehlt nur mal ganz wenig gedüngt oder sowas. Und der Lars ist noch am restlichen Sehen drunten und ich bin jetzt da heroben noch. Weil wenn du unten fertig bist, kommst du kurz herauf, aber ich weiß nicht, ob es sich noch auszahlt oder nicht. Müssen wir nachher schauen. Also, ich denke mal, ich bin ja noch gut mit beschäftigt, diesem Bad. Okay. Je nachdem. Mir fällt zeigt sich dann, wer er fertig ist. Ich bin gerade noch immer. Wir haben noch immer den ersten Tag. Fällt mir gerade ein. Wir haben noch nicht vorgespult, noch nie. Seit wir begonnen haben hier auf der Map. Und haben aber einen Haufen Investitionen gehabt, weil wir haben den Ladewagen gekauft im Endeffekt. Ja. Was gibt's denn zu tun gerade? Ja. Auf was gefällt sich hier im Herbst jetzt besonders? Meinst du jetzt? Nein, überhaupt. Muss nicht unbedingt Spiele sein. Aufs Dreschen. Aufs Dreschen? Bist du seid ihr noch nicht fertig? Nee, der Meistern schon. Ach so, ihr macht. Stimmt, ihr habt ja Schweine, ihr macht relativ viel Weiß auch, oder? Ja. Wie viel Hektar? So 75 rum. Bist du deppert? Das sind Zahlen. Tja. Wie viel Felder eines, oder? Nee. Drei. Ein Feld. Ja, du bist gut. Nee, das ist schon verteilt. Ich muss gerade überlegen. Auf fünf Felder. Nee, dieses Jahr haben wir es auf die Großen verlegt. Also, wir haben ja zwei Standorte weiter weg. Ja, die liegen beides ungefähr 10 bis 20 Kilometer vom Hauptstandort weg. Mhm. Und dieses Jahr haben wir am größeren Standort von den beiden haben wir Mais angepflanzt und am kleineren Weizen. Und nächstes Jahr tauscht sich das dann halt wieder, dass wir halt, wie gesagt, auch eine Fruchtfolge drin haben. Ja, wie viel Hektar sind das da oben? Oben sind es, glaube ich, 20 Hektar und 20 bis 25 Hektar sowas rum und unten sind es dann die restlichen 40 Hektar, 45. Bist du wahnsinnig. Und dann sind halt noch 10 ein bisschen weiter außen rum. Also der Rest dann halt. Aber ihr lasst es dreschen, ihr braucht es nicht mehr wegfahren, oder? Ja, genau, Lohnunternehmen, alles. Oder auch das Abfahren und so weiter. Nee, abfahren tun wir noch selber. Okay. Außer wenn wir Korn und Mais übrig haben, also wenn es nicht mehr ein Silo reinpasst, ich glaube bisher erst einmal passiert, dann haben wir es direkt mit den LKWs vom Feld abgeholt. Und verkauft. Dann ist komplett der Lohnunternehmen angerückt mit Überladewagen, LKW und was weiß ich. Bist du wahnsinnig. Also das war echt das ist ja cool, Highlight. Da sind sie mit wie viele Dreschern gefahren? Mit vier, glaub. Da haben sie die Geringhof-Schnitt Maisflicker 12 Reihe waren es, glaub, dran gemacht. Da geht was weiter. Genau, und da vier Stück davon. Da waren die Felder kurz fertig. Ich glaube 8 LKWs waren dann unterwegs. Man hatte auch die Distanzen von 30 bis 40 Kilometer hatte ich, wurde dann halt auch bis zur Trocknungsanlage. Also wir haben zwar einen eigenen Trockner, einen alten, ist zwar schon über 20, 30 Jahre fast schon alt. Mhm. Also ist wirklich schon uralt. Urlaut, also da kann ich in der Nacht nicht mehr schlafen. Ich kenne ihn noch aus früheren, aus meinen Kindheitszeiten. Da war es immer so laut, ich konnte eigentlich nie schlafen mit offenem Fenster, da hast du eigentlich immer das Fenster zugemacht, Rollladen runter. Da sonst hast du es nicht ausgehalten und ich wohne eigentlich relativ weit weg. Also wenn dann mein Onkel oder so dann unten am Hof ist, der konnte dann die ganze Nacht nicht schlafen, wenn der Trockner lief. So, wir haben da das Problem ist, dass da ja, du musst jetzt, auch von der Seite hochfahren. Das was? Problem hatte ich vorher auch. Also und wenn ich von der Seite funktioniert? Ja, hat vorher funktioniert. Das ist komisch. Okay.
Das war vorher wirklich ja, ganz es hat komisch. Irgendwer in die Kommentare auch geschrieben, dass das von der, da muss man einfach von der anderen Seite, dann funktioniert das. Das ist, hat nämlich damit zu tun, wenn du oben mal reinkommst in das Nicht-Dings, halt das Feld hier nicht gehört, ja, schaltet sich das nicht mehr aus und von unten irgendwie kommst du in den Trigger nicht hinein. Wieso, weshalb, keine Ahnung. Bisschen komisch, ja. Ja, das ist durch die runden Kanten. Aber obwohl die Kante ja eigentlich ziemlich gerade ist, oder nicht? Eigentlich schon. Ja, die ist eigentlich schon. Also bei mir war es ja vorher auch gerade, wo ich mit dem GPS-Mod gefahren bin. Ich fahre ja auch dann GPS. Dann bin ich immer mal wieder rausgefahren, habe neu angesetzt und dann kam es gleich wieder, also... Okay. Ganz komisch. Ja, das ist ein bisschen strange bei dem Feld hier. Du könntest mir aber wahrscheinlich Sprit bringen. Gut. Weil ich habe nur mehr 13 Liter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu dir bis zum Hof zurückkomme. Hätte ich vorher was gesagt, da war ich mit dem Spritpass unterwegs. Ja, ich habe mir gedacht, habe ich 21 Liter gehabt. Nein, es geht sich schon aus, da brauchst du nicht unbedingt holen. Es wird sich knapp ausgehen. Bin mir nicht sicher. Ich habe ja eh nichts zu tun, also. Aber so Blödsinn, vergiss es. Ich muss sowieso zum Hof wahrscheinlich nochmal zurück, weil ich habe nur mehr 20%. Na, 20% soll sich aber ausgehen. Ja. Bring sie mal vorbei, danke ich halt einmal am Feld. Genau. Hast du auch was zu tun? Ah ja, und eine Marke ist auch noch bekannt beim LS15, fällt mir gerade ein. Eine bestimmte Reifenmarke, die machen Traktorreifen. Und sie haben alle Reifen von allen Maschinen jetzt von der Firma. Okay, ja. Aber es ist nicht Michelin. Nein, ist. Lars, kannst du nachschauen, vielleicht, oder du kannst ich Zeit kann auch nachschauen. Ja, okay, dann mach du. Nein, du kannst, stimmt, auch wenn du auf meine Facebook-Seite gehst. Ja, Moment, ich fahre noch steht's, glaub, kurz. Dann steht es, glaube ich, in dem detaillierten Text drinnen, oder? Die Marke, wenn ich nicht täusche, von den Rädern auch. Bin ich mir zwar jetzt nicht sicher. Ich schau gleich rein. Oh, Infos zu Fahrzeugen. Oh. Trelleborg. Ja, keine Ahnung, kenne ich überhaupt nicht. Ja, sagt mir nichts. Ich auch nicht. Die sind eigentlich angeblich ein ganz bekannter Traktorreifenhersteller. Also ich weiß, dass wir davon definitiv keine Reifen drauf haben. Ich kenne bei auch. Traktorreifen normalerweise nur Michelin und Goodyear. Ja, das sind die Standard eigentlich. Halt, ich weiß auch gar nicht, ob andere, die ich jetzt sozusagen kenne, noch welche herstellen, weiß nicht, macht Bridgestone Traktorreifen zum Beispiel? Glaube nicht. Bin ich mal so, weiß nicht, keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Die meisten haben Michelin drauf, was du siehst. Ich weiß gar nicht, was wir gerade hinten drauf haben. Ich komme gerade nicht auf den Namen drauf. Was gibt's denn gut hier? Michelin, Semperit. Nee. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Was ist jetzt gerade in der Formel 1? Hülse. Was ist jetzt gerade in der Formel 1 für eine Marke? Weil das gibt's jetzt auch noch mal eine. Da gibt's. Wie heißen die Franzosen? Ah, das sind Michelin. Ich weiß jetzt wirklich keine mehr. Mir fällt jetzt. Da gibt es aber so viele eigentlich. Mir fallen gerade die Marken nicht ein. Manuel, sag uns Marken, sag uns Reden. Continental AG. Continental, stimmt, Conti. Die haben wir drauf. Ja. Aber sonst wüsste ich jetzt auch nicht so viele. Halt mehr. Also Trelleborg, das kommt. Ich glaube aus Schweden. So wie die ganzen Marken jetzt aus Schweden. Ja, Schweden. Grad nach. Weil der Drescher, die neue Marke von den Dreschern, kommt ja auch aus Schweden. Da gibt der Drescher-Hersteller hat 300 Angestellte. Und hat 5 Drescher-Marken. Und ich glaube, oder es ist sogar einer von den 5 Sachen ein Feldhäcksler oder so irgendwas. Aber halt nicht sehr viel.
Und aber auch nur, wie viel, 3,10 Meter bis 4,50 Meter oder sowas habe ich gelesen. Ja. Müssen aber auch noch andere Drescher dabei haben, aber ich denke mal, da kommt ein Case dann. Case kommt Einsatz. Sicher, ja. Ja. Ich glaube, Deutz kommt komplett weg. Ja, eigentlich bei manchen. Naja. Bei manchen Bäckern, ja. Nein, eigentlich nicht. Sorry. Ja. Die stellen ja Felgen her von 3 bis 46 Inch. Wer die Reifen? Marke? Ja, die Trelleborg. Was ist ein Inch? 1,54. Moment. Das bedeutet, sind dann bei, was, 46 hast du gesagt? Naja, ist eh nicht so viel, 1,20 Meter. 2,54 sind ein Inch. Denke ich mal, über 2. Wie viel ist das größte, hast du gesagt? 46 Inch. 46, das bedeutet mal 2,5. Sind wir bei 80, sind wir bei 90, sind wir bei 100, na, 120er, ist aber eh nicht so viel. 1,20 Meter. Ja, wenn du so anschaust, was der neue FN braucht, 1050er, der braucht fast, der hat glaube ich 1,80 Meter glaube ich nur die Felge und dann noch 40 jeweils Gummi oder sowas, oder 20 Gummi. Du hast gerade geleckt, man hat nichts verstanden. 2,35 Meter hat er Raddurchmesser. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Zentimeter davon Profi sind. Ja, ich schätze, dass du so gummimäßig haben wirst bei dem Rad um die 30 bis 40, schätze ich einmal. Pro Seite. Halt, also 60 kannst du circa abrechnen, wahrscheinlich. So Pi mal Daumen hätte ich jetzt geschätzt. Weil diese Traktorreifen hast du ja doch relativ viel normalerweise Gummi. Nein, der DS ist eigentlich nicht abgeschmiert. Manuel, nein, bist du da? Da. Okay, dann ist nur der Lars weg. Ja, dann ist der Lars weg. Ist nicht so schlimm jetzt. Wir werden, der Bade ist jetzt nur mehr 3 Minuten. Ist der Lars noch mehr? Kannst du ihm schreiben, du, Manuel? Ingame? Er ist wieder in der Eingangshalle. Ja, ich kann ihm noch nicht runterziehen jetzt. Was soll ich ihm schreiben? Dass der Party in 3 Minuten vorher zu Ende ist und wir derweil so ohne ihn weitermachen in dem Bad noch so ungefähr. Okay. Aber wenn du anschaust, das ist schon relativ viel Gummi hast bei Traktorreifen. Also 30, 35 cm ist dann gleich einmal, schätze ich, bei so einem großen nachher. Und dann sind, wenn du 35 hast, dann hast du 70 schon einmal weg, von 2,30 Meter sind, hast du nur 1,50 Meter Felge. Halt, so groß ist das dann auch nicht. Obwohl, es ist eigentlich riesig. Ich fahre da die Spur und denke mir, wieso seht ihr jetzt nicht? Ist die Seemaschine leer? Also, hast du in Lars jetzt über Tesla geschrieben oder wie? Ja, habe ich ihm geschrieben. Passt. Im Game ist er aber noch, oder? Ja. Ja, er ist auch da. Ihn hat es nur aus dem TS rausgeschmissen. Passt. So. Nächstes Mal nehme ich meine Saatgutpalette zum Sehen mit. Auf dem Frontlader. Ich glaube, so habe ich noch nie einen in echt fahren gesehen. Ne, ich auch noch nie. Vorne Frontlader gut. Mit der Palette drauf und hinten die Seemaschine. Wäre schon cool eigentlich. Gut, sag mal so, ich habe noch nie einen mit einer Palette überhaupt fahren sehen. Ja, bei euch gibt es nur Big Bags. Genau, Big Bags oder mit dem Anhänger direkt. Und Überladeschnecke. Genau. Oder hast du schon aufgefüllt den Tank? Nein, ich bin hier. Ja, Tank habe ich aufgefüllt. Oder was bei euch auch noch sicher gibt, ist, dass sie es direkt mit Überladewagen machen. Das kann ich dir nicht sagen. Beim Sein war ich jetzt eigentlich so noch nie dabei. Aber ich denke, dass das Lohnunternehmen sicherlich bei uns auch schon gemacht hat. Weil das sieht man in den, ich glaube beim Weltrekord von, was war das, Amazon, glaube ich, nein, von Horsch, die haben es nicht mit... Die haben es mit Big Bags gemacht. Und. Ja, die mit. Da gab es auch mal so einen
Ding-Challenge zwischen 2 Fendt 936 und 930, meine ich, glaube. Und ja, na, da war ein, halt, da, warte mal, da waren zwei 936er mit einer, halt der eine hat ein Scheibenecke gehabt als genau, Saatvorbereitung und der andere hat die Sämaschine gehabt und dann haben sie noch ich glaube 500er Serie war das oder sowas. Ja, kann gut sein. 3516 oder sowas, halt mit um die 200 PS haben die gehabt, so ungefähr. Genau, ja. Und dann haben sie sozusagen, die haben eine halt Saatgutvorbereitung vorne gehabt, sozusagen vorne und hinten am Bau. Direkt gesagt. So. Und die haben während dem Fahren haben die überladen. Ja. Und bei der Großen hat er stehen bleiben müssen, weil du während der Fahrt nicht überladen kannst. Das Problem bei der Großen ist, dass du die Spannweite hast, jetzt kannst du nicht direkt mit dem Überladewagen überladen. Deswegen haben sie das nachher mit Big Bag, soweit ich weiß, noch gemacht. Ja, aber nee, dann sind sie halt rückwärts reingefahren. Oder rückwärts reingefahren, so irgendwie. Das hat auch nochmal Zeit gekostet. Aber da weiß ich aber auch nicht, wer da gewonnen hat, im Endeffekt, weil das war nur ein Test. Ja. Auf YouTube gibt es ja nur die kurze genau, Zusammenfassung. Goli, ja. Ja, das ist vom Profi, glaube ich. Von der Profi, genau, von Profi-Zeitschrift. Wenn man wissen wollte, wer gewonnen hat, hat man sich die DVD kaufen. Ja. Oh, genau. Ja, aber wir sehen uns morgen wieder, wenn es weitergeht, hier beim LS13. Bis dann. Ciao, Leute. Ciao. Ja.